Servusler und herzlich willkommen hier in Newcrest bei The Sims 4 bei unserem Community-Projekt. Und heute ist der Platislav dran, mit dem wir mal heute mal spielen. Und ich bin gespannt, ob wir ihn zum Vampir machen können und vor allem auch, dass wir ihn in die Community bringen. Das ist eigentlich so die Hauptprio, dass er zu uns mit reinkommt. Das ist auch nicht schlecht, ne? Ein Bild übers Fenster. Wie habe ich denn das geschafft? Wie habe ich das geschafft? Eigentlich gar nicht, ne? Komm, nimm das mal. Pack's einfach mal dahin. Das passt dann schon. Weiter geht's. So. Also, du bist anscheinend ganz gut drauf. Deswegen würde ich sagen, wir machen direkt eine kleine Reise. Und zwar Vladislaus Straut. Mit ihm zusammen könnten wir doch eigentlich... Nee, Quatsch. Wir reisen alleine. Und wir reisen zum Vladislav. So, mach mal einen Sprung. Einmal zack auf die Welt. Wir müssen einmal daher. Und genau hier zum Graf Vladislaus. Einmal geht's dahin. Und hoffe ich mal, dass er zu Hause ist und dass er auch gewillt ist, uns zu verwandeln. Ich bin wirklich gespannt, ob es funktioniert. Es hat ja geheißen, dass es wahrscheinlich nicht gehen wird, dass man Magier ist. Und gleichzeitig Vampir. Aber gut. Werden wir ja rausfinden. Wenn es nicht geht, müssen wir mal gucken, was wir dann machen. So, Servusle. Okay. Ah, jetzt mehr Auswahl. Freundlich. Keine Ahnung. Kann ich ihm ein Geschenk geben oder sowas? Keine Ahnung. Freundliches Geschenk geben, kann ich dir was geben? Gourmet-Obstkuchen. Okay, das ist dann nichts. Okay, tun wir mal klopfen. Ja, du müsstest auf die Arbeit, ne? Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Warte mal, kann ich da nicht einmal Arbeit, Urlaubstag nehmen? Oh, einen schönen Lacher hast du auf jeden Fall. Okay, Tag Urlaub genommen, genieße den freien Tag. Das mache ich. So, wo ist er denn jetzt? Ist es jetzt noch oder ist es nicht? Okay, nee, anscheinend nicht. Ah, Servusle. So. Ah, die verstehen sich wirklich gut, ne? Bewunderung aus und von Herzen, Bewunderung ausdrücken. Wir machen mal mehr Auswahl. Freundlich. Naja, ich möchte eigentlich nicht. Moment. Krummgeschichte, oh Mann. Vampir-Lebensstil loben. Also muss man auf jeden Fall noch sagen, ob dir das jetzt halt passt. vom Laufen her, aber eigentlich ist es schon so, dass ich sag, ja, das ist eigentlich gruselig genug. So. Über Interessen reden. Dann... Also bitten zu verwandeln, dann müssen wir wahrscheinlich... Ah, Vladislav ist bereits ein Magier. Okay, kann man Magier... Naja, gut. Das funktioniert dann leider nicht tatsächlich. Also man kann entweder Magier sein oder Vampir. Wirklich schade. Wirklich schade. Da muss ich mal schauen, ob ich ihn im Grunde als Magier ablösen kann. Also ob ich den Magier dann, ja, ich sag jetzt mal aufnehmen, aufgeben kann, Magier aufgeben und dann eben zum... Krankenhauspraktikant? Ah, jetzt hat... Mich schon gewundert, warum es jetzt so lange dauert. Ach so, ich bin im Urlaub. Alles klar. Na gut, also, es funktioniert leider nicht, dass wir dich zum Vampir machen. Ich bin auch nicht
Ich bin auch jetzt nicht unbedingt sehr schlau darüber, ob ich den Magier ablegen kann oder nicht. Schade. Glimmerstein. Ich glaube, das geht nicht, ne? Oder warte mal. Sag mal einfach mal, ob du das möchtest, dass ich den Magier ablege, weil Magier haben wir im Grunde schon. Outfits planen, Sim bearbeiten. Wenn das funktioniert, dann sag mir bitte, ob wir das machen. Weil dann kann ich dich nämlich auch zum Vampir machen und dann wird es bestimmt noch lustiger, wenn wir noch einen Vampir drin haben in der Community. So, es lädt natürlich jetzt. Muss ich jetzt mal gucken, ne? So, Freund der Welt. Ich glaube, den Magier kann ich nicht ablegen, ne? Nee, ich glaube, den kann ich nicht ablegen. Ansonsten wäre. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie das ändern kann. Ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben, bevor ich jetzt da lang rummache, ob ich die Möglichkeit habe, den Magier abzulegen, um dann Vampir zu werden. Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben. Weil dann würde ich das nämlich auch umsetzen. Insofern du das möchtest, natürlich. So. Aber wenn es dem so ist, dann würde ich sagen, wir fahren nochmal weg. Und zwar besuchen wir mal die Community. Jo, das passt. Wir besuchen die Community. Hier. Reisen. Nö, eigentlich nicht. Man ist jetzt Magier quasi immun. Auch nicht schlecht. So. Einmal hinreisen. Und dann gucken wir mal, ob wir dorthin bekommen. Grundstücksmerkmale, ja, die habe ich mal eingestellt. Da kann ich euch ja. Kann ich hier irgendwem Hallo sagen? Man muss halt immer einen hier finden, ne? Warte mal, können wir hier vielleicht ein bisschen üben? Wohin gehst du? Okay, dann üb mal ein bisschen. Ah, okay. Freundlich vorstellen. Hör auf. Ah, verdammt, er ist wahrscheinlich gerade auf Arbeit gegangen. Wo kann ich denn dann? Ah, da kann ich klopfen. Weil an die Tür kann ich komischerweise nicht klopfen. Keine Ahnung warum. Komm mal ein bisschen schneller. Hä? Ah, jetzt ist es soweit. Okay. Dann können wir mal ein bisschen mit Kira. Also, Kira ist einfach immer so der Anlaufpunkt, ne? Gut, damit sind wir schon mal so weit. Mehr Auswahl, freundlich. Wir müssen auf jeden Fall uns ein bisschen kennenlernen. Also wir sind aber auf jeden Fall schon mal ganz gut miteinander. Freundlich, nach Karrierefragen. Von Vampiren schwärmen. Aufs Klo darfst du bestimmt doch mal gehen hier. So, zack, verwenden. Das werden wir bestimmt schaffen. Also ich glaube, das sollte kein Problem sein. So, Hunger hast du auch. Schauen wir mal, ob wir da noch eine Portion nehmen können. Ein Gericht nehmen.
Das dauert halt Ewigkeiten mit dem Lauf. Okay. Nein, weg damit. Qualität schlecht. Kann ich da irgendwie was anderes? Schnelle Mahlzeit essen, irgendwas, was, ja. Gut. Okay, sorry. Jo, setz dich hin. Oh, was haben wir denn da? Kaffee? Kaffee, tatsächlich. Hergestellt von Bobas Baumeister, ey. Den trinken wir doch. Schnapp ihn dir. Kaffee ist immer gut. So, jetzt gucken wir mal, dass wir da mit reinkommen. Wir machen mal freundlich vorstellen. Ah, gut, dass wir eine Kaffeemaschine da haben, ne? Energiegeladen. Okay, das sind wir auch schon mal gut Freund. Dann, Tanzschocker, Bittenstern. Warte mal, du bist doch auch ein bisschen Einzelgänger böse aufgeschlossen. Was haben wir noch? Comedy. Freunde Welt. Ah, das ist gut. So, warte mal, dann beim Reini mal vorstellen. Freundlich vorstellen. Die Umgebung ist wahrscheinlich nur ein bisschen Santa der neuen Fischspezies. Salmler bestimmt, okay. Oh. Hallo, hallo. Ja, Auswahl, freundlich vorstellen. Sehr unwohl, okay. Dann warte mal, nochmal mit dem Sandman ein bisschen quatschen. Ja, Auswahl, freundlich. Nach Karriere fragen. Was, bist du müde oder was ist los? Ah, du räumst auf, das ist cool. Wohin gehst du jetzt? Nein, hierher. Kompliment machen wir ihm erst einmal. Hallo, oder will er nicht? Kennenlernen. Irgendwie will er nicht, oder? Mehr Auswahl, freundlich. Und dann machen wir mehr Auswahl, noch kennenlernen. Bis jetzt noch nicht irgendwie Haushalt zusammenziehen. Machen wir einen Klopf-Klopfwitz. Unglaubliche Geschichte. Es dauert manchmal ein bisschen, bis man das bekommt, ne? Oder ich hab's übersehen schon. Mehr Auswahl. Ah, da, bitten sich dem Haushalt anzuschließen. Okay. Dann machen wir ihn hier, hier rüber. Jawohl. Und einmal zack. Und Vladislav ist mit in der Community. Jawohl, so langsam wird's. Lad mal ein bisschen schneller. Lass uns alles zumüllen. Jo. Können wir schon gern machen. Okay, also, jetzt bist du auch da. Das ist schön. So, hey, du könntest doch da mal mitspielen. Bist du etwas müde? Oh, schade. Dann machen wir das, mehr Auswahl, freundlich. Bis man manche Sachen findet, ne? Das ist schon. Besitztümern prahlen. Oh Gott. Dann diskutieren wir doch mal über die Existenz von Vampiren. Unwohl? Warum fühlst du dich unwohl? Unschön dekoriert. Obwohl ich mir beim Sandmann schon ein bisschen Mühe gegeben habe, ne? So ist es ja nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall etwas für ihn.
Und ich vermute mal, dass dir das sehr gelegen kommt, wenn ich einen Kellerraum für dich mache. So, und das probiere ich jetzt mal. So, ich bräuchte eine Treppe, die nach unten führt. Das auf jeden Fall. So, zack. Wie war denn das nochmal? Verdammt. Eins runter. Raumtool. Ich könnte ja. Eigentlich kann ich damit recht weit am Rand gehen, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schauen wir mal. Dann brauchen wir eine Treppe. Was machen wir denn? Eine schöne schwarze. Okay, Moment, ich möchte die nur drehen. Und dann. Ha, ist jetzt die Frage, ne? Wo kann ich die jetzt hinmachen? Ich setze sie mal. Warte mal, wir können ja einfach mal eins hochgehen, dann kann ich sie ja abzählen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Aufs fünfte Feld. 1, 2, 3, 4, 5. Aufs fünfte Feld kann man es machen. Warum nicht dahin? Oh, verdammt. Ich habe das da vorne nicht mitgezählt, ne? Yes, gut. Dann wäre das Ganze natürlich. Warte mal, ich muss mal ganz kurz die Wand hochmachen, weil da habe ich nämlich ein Fenster. Das heißt, ich mache dir da ein Geländer oder sowas hin. Schulhauszaun? Nee. Viktorianischer Betonzaun. Ach so, ja. Ich finde das ein bisschen umständlich gemacht mit den Wänden, ganz ehrlich. Dass ich da Wände so ziehen muss. Ja, ich muss das zumachen, ne? Es geht ja gar nicht anders. Das ist nur die Frage. Spitzentor? Ah, verdammt. Irgendeine kleine Tür bräuchte ich da, ne? Probieren wir es mal so. Nee. Okay, wie funktioniert das? Einfacher Zaun. Lattenzaun. Hier ist sowas, so Eisengeländer, ne? Das würde ja eigentlich ganz gut passen. Ja, lassen wir es in schwarz. Ah. So, so und so. So, dann müsste ich doch aber auch eine Tür dahin bekommen, oder? Ah, und das geht wahrscheinlich nicht, weil. Na gut, dann machen wir es so rum, ist egal. So, aber auf jeden Fall hat er dann seinen Raum nach unten. So, zack. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das sauber hinkriege, alles. So, auf jeden Fall nochmal das Wandtool bitte. Weil hier mache ich auf jeden Fall zu. Auch hier machen wir zu. Das passt. So, dann gucken wir mal. Also man kommt hier direkt runter ins Wohnzimmer natürlich. Das erste, was ich jetzt halt hier mal mache, ist Licht. Ah, da. Licht, Licht, Licht. Da müssen wir jetzt natürlich auch ein bisschen was Besonderes machen, ne? Aber Deckenlampe wollte ich doch eigentlich. Kleiner viktorianischer Kronleuchter. Warum nicht? Können wir da
noch so ein Ding hinmachen? So, das ist hier. Dann das ist da. Ich setze jetzt einfach mal da auch nochmal eine hin. So, dann gehen wir nochmal auf das Wandtool. Weil dann machen wir nämlich hier zu, dass wir hier Schlafzimmer haben. Und da machen wir Arbeitszimmer rein. Jetzt hoffe ich mal, dass es klappt mit dem Türbogen. So, dann nehmen wir jetzt halt mal den hier. Jawohl. Und da oben nehmen wir dann auch eine Tür, eine ganz normale. Das heißt ganz normal. Irgendwie eine normale. Da. Machen wir die da. Das geht dann quasi ins Schlafzimmer. So. Gut. Einmal hier. Was? Ist das, das war irgendwie ein Ausrufezeichen hier. Keine Ahnung warum. Stehlampe. Passt jetzt ja nicht wirklich da mit rein, ne? Aber wir brauchen da unten auf jeden Fall Licht. Ah. Moment, dann stellen wir dich dahin. Perfektes Plankenlicht. Machen wir mal kurz die Wände hoch. Da geht's nicht, oder wie? Okay, können nicht bei Treppen angebracht werden. Oh. Eine Kellerwohnung einrichten ist immer eine Herausforderung, finde ich. Also das passt irgendwie nicht. Das passt nicht. So, wir haben noch ein Wandkunstgemälde. Machen wir mal dahin. Wir haben Kaffeetisch. Dann gehen wir mal in die Ecke hier. Aber jetzt könnten wir auch so rum machen. So, dann schauen wir mal wegen Sofa. Was haben wir denn da noch? Das Bett ist unbequem, auf jeden Fall. Wanne der Wonne. Hier hätten wir nochmal drei Stück. Ja, warte mal. Machen wir das mal dahin. Und dann Sack voll Geld ist immer gut, ne? Dann haben wir hier Sisal-Teppich. Oh, Moment. Der kommt dann hier am Eingang hin. So, zack. Wir haben ein Bild. Das könnten wir dahin hängen. Ich wollte eigentlich da den Fernseher hinsetzen, ne? Aber ist egal, dann machen wir das ja so und so. Gitarre können wir so hinstellen, dann kommst du näher ran. So, haben wir, da haben wir einen Fernseher. Ach so, der ist zum Hinstellen, ne? Ei. So, was haben wir da? Bruchsicherer Beisteller. Dann machen wir das mal so und so. Das ist halt recht weit auseinandergezogen, ne? Aber ich denke, das wird schon passen. Oder warte mal, wir könnten den auch drehen. Ich habe doch noch ein Sofa. Da waren doch drei Stück, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da haben wir noch zwei. Strange. War mir sicher, dass ich da gelesen habe, mal drei. Oder sehe ich es jetzt halt wieder einfach nicht? Ah, okay. Dann nehmen wir eben das hier. Hä? Da. Moment. Du kommst wieder ins Inventar. Du kommst dann dahin. Dann müssen wir bloß die Gitarre vielleicht. Stellen wir sie dahin. Da passt sie besser. Dann kommt die Stehleuchte da hinten in die Ecke. Zack.
So, dann passt das schon mal. Dann, was haben wir in die Rose? Also nicht in die Hose, sondern in die Rose. Machen wir dann da drunter. Dann versetze ich natürlich die Lampe dementsprechend hier über den Tisch. Dann würde ich die hier mal so im Eingangsbereich hinflacken. So, da haben wir einen Arbeitsraum. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie Schreibtisch. Ne, das ist Kaffeetisch. Ganz viele Bücher hier wieder. So, das kommt mir dahin. Esstisch für den Pool. Aha. Ach, da ist es. Ach nee, das war das eine, ja. Okay. Schon wieder voll verpeilt, Mensch. Was haben wir da? Majestätische Erinnerung. Das setzen wir jetzt mal. Setzen wir das hin? Ah, da drüber. Man kann schon sehr viel machen hier, ne? Das ist Wahnsinn. So, dann einmal hier. Wir gehen aufs Büro. Wir brauchen nämlich einen Schreibtisch. Was machen wir dir? Umgebung 2, das ist ja zumindest etwas, ne? So, einmal drehen. Zack. Dann stellen wir den Stuhl. Oh, der ist nicht dafür gedacht, alles klar. Dann lassen wir den eben einfach hier mal stehen. Aber wir haben doch bestimmt noch einen Stuhl, den wir da... Den könnte man nehmen. Den hätten wir auch noch. Da haben wir noch 2. Den da könnte man nehmen. So, zack. Ran damit. Was haben wir da noch? Nochmal in die Rose. Das ist irgendwie mit der Lampe, ist es, haut das nicht so hin, ne? Ach so, wegen dem Türstock geht es nicht, ne? Setzen wir dich eben dahin, ist egal, weil dann hätte ich das nämlich schon eher in die Mitte gebracht. So, haben wir nicht noch einen Computer irgendwo? Da. So, zack, dann kommst du dahin. Haben wir noch ein Bild? Pflänzle können wir auf jeden Fall hinstellen. Sogar ein Leuchtpflänzchen. Gebirgsfrieden. Das machen wir eher da auf die Seite. Zack. Und da noch der Beisteller. Den können wir da nicht hinstellen. Mal gucken. Ja, dann stellen wir halt da her. T-Rex-Ärmchen. So. Das wird wieder Einrichtung hier. Das ist eine Bodenpflanze. Da können wir es nicht hinstellen. Dann stellen wir es eben dahin. Wir brauchen aber noch irgendwie ein Wandbild. Verdammt. Einen Frosch kriegst du auch. So, zack. Warte mal, kann ich dich weiter hinterschieben? Ja. Bücher haben wir ganz viele, ne? Mal ein paar Bücher raustun. Die kannst du ja dann in ein Regal reinräumen oder was weiß ich. So, bei der Treppe kann man das nicht hinmachen, aber hier. Das wäre zumindest etwas. Dann Stapel schmutziges Geschirr können wir oben dann mal hintun. Kriegst hier in deinem Büro auch einen Mülleimer. Schade, dass ich den da hinten irgendwo hin anpassen kann. Mal da vorne bei der Tür könnte man hinstellen. Fällt er nicht so auf, ne? Warte mal, machen wir eine Lampe hier? Das können wir auch machen, ne? Und tun wir die Lampe vielleicht eher weg. Tun wir wieder weg. Zack, zack. Jetzt.
Ja, ist doch ein angenehmes Licht. Spiegel, den könnten wir dann da vorne hinhängen. Nasszellenmülleimer, die braucht man nicht. Aber ein Bett brauchst du noch, Mensch. Das darf ich nicht vergessen. So, dann haben wir das da. Dann können wir hier zwei Beisteller mit her tun. Dann können wir noch schnell zwei Lampen draufstellen. Ja, aber eigentlich passt jetzt erst einmal das mit der Farbe und so weiter. Das mache ich dann wieder separat, weil sonst, ne, kommen wir ja gar nicht mehr. So. Wir gehen aufs Spielen. Wir machen hier. Oh, Geldmangel. Endlich ist die Schicht von Niklas zu Ende, aber er kann noch nicht nach Hause gehen, denn die Kasse ist zu wenig Geld. Niklas, bla bla. Jetzt machen wir mal Mund halten. Vielleicht hätte Niklas doch etwas sagen sollen, wenn der Boss herausfindet, dass in der Kasse Geld fehlt, müssen die Mitarbeiter es von ihrem Trinkgeld zurückzahlen. Ups. Für Spezies. Oh, nochmal Petze. Kira kommt. Was konnte die letzte Lieferung nicht in Empfang nehmen, weil die Polizei bereits an den Docks gewartet hat? Offenbar gibt es den Ring, bla bla. Neuen Ring gründen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich alle in die Mangel genommen, ne? Dann machen wir mal neuen Ring gründen. Verschlechterung klein. Bevor er überhaupt richtig existiert. Okay. Ja, kein Thema. Die sind alle nicht gut drauf, ne? So, du kommst jetzt mal. Nein, hier muss ich noch rechte Seite des Bettes zuweisen an Vladislav. So, dann schauen wir auch einmal, wo du bist. Moment, machen wir mal die Wand runter. Da müssen wir tatsächlich mal. Unwohl, was magst du? Gourmet-Obstkuchen essen, ne? Super. Ja, sag mal, der Bobus rennt immer noch rum und hat anscheinend. Ja. Was haben wir denn da? Frühlingspflanzenpaket. Was ist das? Das Rauchding oder was? Niklas ist wieder zu Hause und hat 304 verdient. Es ist Zeit für ein automatisches Speichern. Soll jetzt gespeichert werden? Ja, okay. Komm, iss einfach mal. Einfach kurz essen. Dann kannst du dich nämlich hinlegen zum Pennen. Jo. Und dann gehen wir mal runter. Kommt sogar von alleine. Jo. Hey, warum liegt hier Sandman im Bett? Okay, strange. Nee, eigentlich hier schlafen. Aufwecken. Ach so. Gut, jetzt, aber zack. Rein mit dir ins Bett. Linke Seite des Bettes zuweisen an. Verbessern, Nickerchen machen. So, Bobas kommt jetzt halt auch runter. Willst du ein bisschen lesen? Naja, das kannst du ja machen. Alles klar. So, heute haben wir auf jeden Fall den Vladislav noch ein bisschen gespielt. Leider, wie gesagt, geht's nicht mit dem Vampir. Wenn ihr eine Idee habt oder wisst, wie ich eventuell den Magier ablegen kann, dann sagt mir da gerne Bescheid. Und dann schaue ich natürlich, dass ich dich zum Vampir mache. Das wäre nicht schlecht. Okay. Lasst ein Like dafür den Part. Lasst Kommentare dafür den Part. Und ja, dann würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Insofern macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao. Und der Bobus hat sich anscheinend hier entleert. Oh mein Gott.